ein bisschen, wie nennen wir es, hubbelig. Holig? Hubbelig. Hubbelig. Okay. Bin ich mir nicht sicher. Geriffelt. Okay, nicht machen, richtig. Mach mal ein Bärsbett. Gekerbt, das ist das richtige gekerbt, Wort. Okay. Mach mal ein Bärsbett. Bitte? Mach mal ein Bärsbett. Jawohl. B1. Struktur. Ja, okay. Künstlich. Okay. A2. Okay, geht bis hierhin. Schlaufe nach rechts gezogen. Dann nach rechts unten. So, tasty, tasty. Da habe ich gelb, orange. Dann habe ich da Fasrig drin gehabt. Fasrig. Dann hier wieder ein Blauton, wobei Blau manchmal Fragezeichen hinter. Irgendwie ist das komisch, komisches Blau. Okay. So, dann hier hell. Braun, Ocker. Und dann habe ich so weich, ledrig irgendwie. Weich, ledrig, okay. So, machen wir einen B-Aspekt. Dann habe ich, ich bin ja nicht durch. Dann haben wir da auch nochmal sowas orange gehabt. Oberfläche glatt, wellig. Okay. Da. B2 würde ich sagen, Struktur. Natürlich. Energie. Okay. So, dann gut. A3. Kurz Linienverlauf. So, L-förmig. Gestreckt. Abgerundet. Okay. So, dann fülle ich mal rein. Ja, da haben wir beige, blau, dann habe ich da ein grau, grau-braun überfließen. Also von grau, ich mache mal einen Pfeil dahin, nach braun. Okay. Na, Oberflächen habe ich körnig und irgendwie, ja, irgendwie schleifend. So, B3. Boah, das ist schwierig. Fühlt sich das an? Also ich würde zur Struktur hin tendieren, aber das passt nicht. Ich mache das Struktur. In Klammern passt irgendwie nicht. Passt irgendwie nicht. Okay. Komisch. Einen hast du noch, ne? Okay. Ja, passt. So, A4 nach rechts, leichte Krümmung, klarer Abschluss, klarer Abschluss. Oh, ich kann schon immer schreiben. So, da habe ich keine Ahnung, was das ist. Grau. Grau-weiß, irgendwie sowas, grau-weiß-milchig, grau-weiß-milchig, weiß-milchig. Dann habe ich hier, okay, da habe ich jetzt irgendwas Metallenes gehabt. Metallisch. Und irgendwie scharfkantig. Das ist irgendwie, weiß nicht, erhitzt oder so. Irgendwas ist damit gemacht worden. So, dann B4 Struktur bearbeitet. Okay. So, AI wirkt es auf mich. Fließender Übergang in irgendwas.
fühlst du dich da? Ein Moment. Also, als würde ich mich irgendwie fortbewegen, also irgendwie, als würde ich irgendwo hin bewegt werden, als ob Okay, schreib das mal so ich auf. bewegt würde. Emotional gesehen eher nüchtern. Ja. Okay, dann die nächste Seite. Gib dir nochmal die Target-Nummer. Geht los. Target-Nummer ist 827 827 215 215 neue Zeile 626 626 901. 901. Teilnehmer ein. Eins, okay, bis hierhin. Dann nach Okay, zweite Ideogramm. Jetzt bist du am Target. Jetzt schauen wir uns nochmal ganz genau an. Vergiss die erste Stufe komplett. Farben jetzt matter vor. Kannst du aufschreiben? Matter, ich mache das mal in dicken Klammern. Grau-grün. Gelb, das ist alles jetzt irgendwie matt, keine Ahnung warum. Okay, schau nochmal nach Oberflächen. Okay, Oberflächen. Da habe ich gekerbt. Gekehrt. Da sandig. Okay, nochmal ein B-Aspekt. B1 Struktur Okay, natürlich. Struktur natürlich. Okay, dann gehen wir zum zweiten Plan Abschnitt. A2. Okay. Vielleicht sollte ich die noch nummerieren. So, ja, sehr genauer. Sehr genau. Schleife. Mir fällt jetzt gerade das richtige Wort dazu nicht ein. Passt schon. Anfang und Ende blass. Okay. So, einfühlen. Gelb, beige, hellblau. Okay, gelb, beige, hellblau. Gelb, beige, hellblau. So, hier weitermachen. Ocker und UI. Was Ocker, UI, Oberflächen, glatt, sandig. Hier habe ich irgendwie Blechern irgendwie so. Weiß ich Blechern. nicht. Schreib's mal auf, Blechern. Blechern. Das kann ich gar nicht identifizieren. Also das letzte Stück hier, das ist irgendwie komisch. Schreib mal Ui, einen komisch. ich schreibe in Klammern, letztes Stück komisch. So, B-Aspekt, B2, Bewegung, aber nicht sehr schnell irgendwie, ich weiß nicht, komisch. Ja, schreibe ich auch nochmal komisch. So, dann A3, richtig. So. Okay. Wow, der geht ganz durch, okay. Wellig, ausgeglichen. Okay. Und lang. Okay, dann fülle ich mal rein. Weiß, weiß, blau ist da drin, da ist weiß und da ist schon wieder dieses milchige. Weiß, blau, weiß, milchig. Oh Gott. Na, ja, dann weiß ich, ich habe da
Was hast du? Ich habe da Bewegung drin. Und schaut mal in Bewegung. Das ist irgendwie, ja, wenn ich das jetzt beschreiben müsste, als Oberfläche seidig. Seidig, okay. Seidig mit runden Kanten. Das ist total bescheuert. Ja, das fällt mir auf, so. Runden Kanten. Sehr angenehm. Okay. So, B3. Ja, da habe ich Bewegung, Energie. So, okay, dann macht man AI. AI. Ja, ist robust. Robust, geschmeidig. Geheimnisvoll, geschmeidig. Geschmeidig, und angenehm. Fühlst du dich da irgendwie strahlt Ruhe aus irgendwie. Strahlt Ruhe aus, schreib's rein. Okay, dann haben wir die nächste Seite, wenn du das aufgeschrieben hast. Schreib's noch ruhig auf, strahlt Ruhe aus. Mhm, hab ich. Okay, Seite 2, Stufe 2. Seite 3, Stufe 2, meine ich. Entschuldigung. Seite 3, Stufe 2, Farben. Genau. Farben habe ich gelb, habe ich ocker, habe ich hellblau, habe ich dieses milchige, habe ich dieses grau-silber und ein gewisses Flimmern. Okay, Flimmern. Okay, dann gehen wir zur Oberflächen. Oberflächen. Mit Blick auf das Ziel, was nimmst du da wahr? Wellig. Ein gewisser AULS Luftzug. Luftzug. Dann, ja, kannte ich irgendwie, aber nicht so scharf kannte ich. Okay. Nicht scharf. Körnig. Okay. Ja, und seidig. Okay. Gut, dann immer zu Gerüche. Klar, aber da ist irgendwie so ein AULS wie Rost. Okay, also so eisenhaltig irgendwie AULS. Okay, ja, schreib mal hin, eisenhaltig. Eisen. Okay, dann gehen wir direkt zu Geschmäcker. Na. Schmecker. Malzig. Malzig, okay. Gut. Irgendwie ein bisschen bitter. Okay, bitter. Gut, dann gehen wir zu Temperaturen. Ich stelle dann Fokus aufs Tag und schau dir mal die Temperaturen. Also generell. Ach, der Stift gibt den Geist auf, gibt's ja gar nicht. Wo ist mein zweiter? Scheiß drauf. Generell, ich sag mal, mittlere Temperatur. Mittlere Temperatur. Temperatur. Aber ich sag mal, ein kalt. Kalt minus fließend. Und da ist was heißes, punktuell. Heiß, punktuell. Okay. Gut, dann gehen wir weiter zu Geräusche. Geräusche habe ich. Kann man das Pfeifen nennen? Also, ich sag mal, hohes Rauschen. Also, es ist eigentlich schon gar kein Rauschen mehr, schon beinahe ein Pfeifen. Okay. Ich mach mal in Klammern Pfeifen. Schau's mal so hinter, genau. Gut, dann gehen dann wir weiter. Ich noch ein Brummen. Okay. Schau's an. Eher im Hintergrund. Okay, Dimensionen. Welche Dimensionen kannst du wahrnehmen im Target? Generell alles sehr weitläufig. Okay, weitläufig. Aber dann habe ich da noch irgendwie was ziemlich auffälliges zentral, also zentral, zentral dicht. Und irgendwie, ja, in Relevanz zueinander recht klein. Okay, recht klein. Hoch.
hoch. Ah, okay. Okay, AI. Oh, warte mal, das ist außen. Außen, okay. AI. Bringt mich nicht weiter. Okay. Schreib's hin, bringt dich nicht weiter. Also das wirkt irgendwie wie eine Feststellung, so. Also so eine Bestätigung irgendwie, schreib's keine auf. Ahnung. Schreib auf. Fühlt sich an wie eine Bestätigung. Bestätigung / Feststellung. Okay, dann gehen wir weiter. Nächste Seite. Seite 4, Stufe 3. Seite 4. Und skizzieren wir ganz schnell auf. Stufe 3. Ganz schnell. Also ich habe generell einen ziemlich großen Raum. Irgendwie. Und auffällig ist in der Mitte irgendwas. Da müsste ich jetzt vorsichtig sein, wie ich mit der Form umgehe. Du brauchst da, also ich habe einerseits habe ich das Gefühl, dass es, ich sag mal, geometrisch ist. Mhm. Aber andererseits ist es auch rund, irgendwie komisch. Weiß nicht. So, dann habe ich. Trag mal deine Farben ein und deine Formen und deine Oberflächen. Gelb ist dieses äußere, zumindest ein Gelbstich ist da drin, Gelbstich. So, Ocker, das ist irgendein Teil davon, ist Ocker. Milchig, da würde ich ja schon beinahe sagen, dass da noch so eine Art Membran oder sowas drumherum ist. Milchig, grau, silber. Schreib mal dran, Art Membran. Ja, oben hast du auch nur Ocker geschrieben, da hast du gesagt, ein Teil davon ist Ocker. Schreib das auch mal alles so dran, genau wie du es sagst. Also ein. Also ich habe eher den Eindruck, Einzelteile sogar. Einzelteile. Okay. So, grau-silber. Nimm mal nur so den ersten Eindruck, ich schau mal, was du grau-silber. Grau-silber. Flimmern, das gilt auch für dieses komische Dingen da. Für den Membran. Ja, es gibt einmal sowas um das Ding herum und ja, dann ist zusätzlich noch eine Membran außenrum. Also hier dieses Teil. Wellig. Nee, wellig ist das hier. Wellig. Luftzug. Kantig. Körnig, seidig ist das hier. Seidig, körnig. Hast du alle Farben eingetragen? Ja. Schau dir nochmal deine Zettel an. Hast du alle Oberflächen eingetragen? Oberflächen sind drin, Farben sind drin. Aber Temperaturen würde ich gerne noch eintragen, weil das ist irgendwie kurios. Also hier kalt. Hier heiß und außenrum dieses Gefrödel hier, mittlere Temperatur. Okay. Irre Temperatur. Ja, gut. Schreib mir mal ein AI drunter. Wie findest du das? Wie fühlst du dich da vor Ort? Irgendwie nichts Neues. Nichts Neues. Okay. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das wie soll ich das nennen? Erinnert mich irgendwie nicht an einen Urlaub, sondern an einen Umzug. An einen Umzug erinnernd. Okay. Gut, dann müssen wir es also wie ein neues Zuhause schreibe ich noch dazu. Okay. Neues Zuhause. Okay. Machen wir Stufe 4? Stufe 4, ja, bewältige ich. Stufe 4 seit 5. So, S, D, A, I, E, I, D, I, T, A, O, L, A, U, L, S. So, sensorische Eindrücke. Auch machen, wenn du das möchtest. Schau dir mal die sensorischen Eindruck mit Bild auf, mit Blick auf das Ziel an. Seidig. Nein, jetzt nicht.
Heißkantig. Dimension. Ja. Im Verhältnis klein. Und irgendwie, ich würde ja schon beinahe sagen, mehrdimensional. Das ist irgendwie komisch. Mehrdimensional. Dimensional. Ja, diese Membran, die irritiert mich irgendwie. Okay. Könnte ich gleich hier hinschreiben, irritiert. Durch Membran, schreib das mal so auf. Durch Membran. Dann dieses Umzugsfeeling. Okay, schau mal, Fremdemotion. Ich finde andere Sicht dort. Fremdemotion. Schnell sein. Schnell sein, okay. Also, aber keine Hektik. Also schreibe ich Ihnen keine Hektik. Okay. Ja, Hektik. Deltawellen. Irgendwann mal kannst du nicht schreiben. Und dann irgendwie kuriermäßig irgendwas verschicken oder verpacken oder so. Ach, jetzt bin ich schon bei den ITs gelandet. Verantwortung. Verantwortung, okay. Gut, dann schreib mal direkt die Ts auf oder die ITs, wenn du die hast. Schreib sie dir aus dem Kopf. T kann ich dieses Kantik, dieses Membran-Dingskirchen. Ich kann es fühlen, aber nicht anfassen. Fühlen, fühlen, nicht anfassen. So, IT. Was für ein Sinn und Zweck hat es? Packen, verschicken, irgendwie in sich aufnehmen, in sich aufnehmen. Okay. Nehmen. Und ich habe irgendwie was, wie nenne ich das jetzt? Muss ich als UI definieren. Vielleicht fällt es mir später noch ein, wie ich das nenne. Kannst du es aufskizzieren? Kannst du es aufskizzieren? Das, was du gerade hattest? Ja, das ist wie als wenn ich, also ich verkoppel das mal, als wenn ich von diesem einen Punkt zu diesem Punkt gehen muss, aber ja, das ist komisch, irgendwie an beiden Orten aber gleichzeitig sein. Alles klar, ich schreib's mal so drunter. Muss von diesem Punkt zu diesem Punkt gehen. Ja. Gleichzeitig sein. Von diesem Punkt zu diesem Punkt gehen, aber gleichzeitig da sein. Okay. Gut. Stufe 6. Ja, Stufe 6, Seite 7 sind wir, glaube ich. Ne, Seite 6. Ja. Stufe 6, Seite 6. 6 ist das noch. Okay. Okay, pass mal auf. Ich würde sagen, wir gucken uns mal zwei Sachen an. Einmal die Membran. Okay. Das streichst du mal da in der Stufe 4. Und dann geh nochmal zu deiner Zeichnung. Das Ding hier. Nee, deine andere Zeichnung. Die Zeichnung. Und, also ich würde mir gerne mal, die Hitze in der Mitte angucken. Also ein X-Aspekt. Dann machen wir einen X-Aspekt. Okay. Was darf dann mach mal an die Membran A-Aspekt. Dann gebe ich jetzt nochmal die Target-Nummer, dann fangen wir mit dem X-Aspekt an. Okay, warte, ich schreibe vorher drüber. X. Aspekt. Okay. Okay, schreib mal drunter, das Wesentliche des Targets sollte wahrnehmbar sein. Dann noch machst du einfach den Diagramm. Das Wesentliche des Targets, beziehungsweise X-Aspekt, oder? In der Formulierung. Ich schreibe mal X-Aspekt jetzt. Ist ja nicht egal, aber wenn du es übermachst. Ja, dann fixiere ich mich auf den X-Aspekt, ja, nicht auf das Target. Okay. X. Da mach dir keine Gedanken drum. Aspekt
sollte wahrnehmen. Sein. Okay, die Nummer. Nummer brauchst du nicht mehr, weil die gekommen. Okay. Okay, dann fühle ich da mal rein, schauen wir mal, fangen wir bei Oberflächen an. Bei Oberflächen. Fühle ich mal rein. Moment. Der so ein bisschen nach innen gekerbt ist, dann geht das nach innen weg. Was hier ist, was ist da? Hier ist irgendwas Weiches, was so. Weich. Metallisch habe ich den Eindruck, also sehr hart. Sehr hart, metallisch. Und hier habe ich, das kann ich gar nicht verifizieren. Das ist irgendwie gleichzeitig hart und weich. Und weich und heiß. Das ist okay. Jetzt muss ich ein AOL wegschreiben. Mhm. AOL, geschmolzenes Metall. Geschmolzenes Metall. Okay. Ist es nicht, kann ich nicht. Ich kurz den Kuli weg. Schieß okay. Auf den Kopf. Okay, Oberflächen. Ja, da habe ich ja eigentlich schon was genannt. Geriffelt. Hart. Weich. Hohl. Okay. Und heiß. Gut, dann gehen wir zu Farben. Farben, das kann man schon gar keine nennen. Also das ist überwiegend weiß, also extrem hell. Schauen wir noch gleich hin, da kann man keine Farben nennen. Und ja, keine Farben. Also Farben im eigentlichen Sinne, das ist einfach zu hell. Ich schreibe es einfach so auf. Erkennen. Ah, weil so. L, aber ich habe da noch Rot habe ich da noch drin, also das am Rande würde ich sagen. Okay, gut. Gut, dann gehen wir weiter zu Gerüche und Geschmäcker. Gerüche. Einfach nur. Kenne ich nicht. Gut, kenne ich nicht. Geschmäcker. Verbrannte Haut. Verbrannte Haut, okay. Okay, dann gehen wir weiter. Die Temperatur. Finde ich mal rein. Also eigentlich mag ich es nicht anfassen. Okay, mag es nicht anfassen. Kannst du so, hast du so eine Vorstellung von der Hitze, wie heiß das ist? Also schon beim gebührenden Abstand ist mir da zu warm. Okay, eigentlich ich nicht. Also ich würde jetzt, also weil das die höchste Hitze ist, die ich jemals, ich sag mal, am eigenen Leib gespürt habe, an die 300 Grad Celsius, einfach 300 Grad Celsius, also Hochofen. Ich habe auch ganz heiße Ohren, kann ich gleich mal dazu schreiben. PI, Schwitze. Schwitze hinter den Ohren. Und heiße Ohren. Ne, ich bin wirklich gerade am Triefen. Das ist. Okay. Noch was? Nun, das reicht da erstmal auf jeden Fall. Dann gehen wir weiter zur Dimension. Ja. Ja, tief. Breit. Ja, das blendet einfach nur, also. Du schreibst nur auch blendet einfach nur. Kannst du was zum Material sagen?
Also es ist weich, wie gesagt, habe ich schon mal ein AUL rausgeschrieben gehabt. Also ich hatte den Eindruck, dass geschmolzenes Metall ist. Okay. Na gut. Dann schreib nochmal ein AI drunter. Wie findest du das Teil da? Was für Emotionen verbindest du damit? Also äußerst unangenehm. Nicht für meine Gesundheit gut. Gut, dann das nächste Blatt. Machst du mal Selecting Aspect. Stufe 6 sollte 7 Oh, scheiße. Okay. Ja, das ist schön. Wenn so sein soll. Okay, fang nochmal mit Oberflächen an. Oberflächen. Glatt. Rund. Dünn, habe ich den Eindruck. Seitig. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, als hätte ich so ein Kaugummi aufgepustet. Und wenn ich da so ganz leicht nur berühre, dass das dann irgendwie zerfließt. Also ich schreibe es mal so auf. Bei Rührung zerfließend. Okay, dann gehen wir weiter zu Farben. Ich mal einen Blick aufs Ziel und schau dir mal die Farben an. Milchig und ganz zartes Blau. Aber da flimmert noch irgendwas mit, ich kann es nicht genau sagen. Okay. Flimmert. Ui. Okay, Gerüche. Okay. Stich mal rein. Also es ist an sich klar, aber doch irgendwie wirkt es gedämpft. So. Okay. Gehen wir weiter zu Geschmäcker, das heißt. Dämpft, bitte? Geht zu Geschmäcker. Dicht. Also es ist wie, jetzt wird man gern Föhn in den Mund halten. Ich schreib da mal hin. AOLS. Wie Föhn im Mund. Okay. Okay. Gehen wir weiter zu Geräusche. Also wieder dieses helle Rauschen, was ich eben schon mal hatte. Rauschen, fast piepen. Oder pfeifen. Schauen wir mal die Dimensionen an. Blick auf den A-Aspekt, was kannst du dazu sagen? Also, weit scheint keine Grenze zu haben, scheint keine Grenze zu haben und es ist merkwürdig gerundet, also merkwürdig. Gerundet. Okay. Okay. Dann willst du mal zu Dimension gehen? Dimension waren wir gerade. Ach, Entschuldigung, dann machen wir AI. AI. Ja, also das ist sehr mystisch, muss ich sagen. Mystisch, okay. Wirkt irgendwie einladend. Und, Wohlfühl. Atmosphäre, also für mich findet da jeder anders. Okay, nur nächste Seite. Seite 8, Stufe 6. Okay, dann, Seite 8, okay, Seite 8, Stufe 6. Okay, okay. Dann machen wir mal ein Diagramm auf den X-Aspekt.
Diagramm, hilf mir auch die Sprünge, ich bin gerade so ein bisschen Schreib weggetreten. mal oben X-Aspekt hin. X-Aspekt. So, schau dir nochmal deine Zeichnung an. Gib da nochmal rein auf den X-Aspekt. Okay, dann gehen wir zu deinem Blatt. Mach mal einen Kasten. Also das, ja, okay. Und schreib mal, woraus entsteht die Hitze? Woraus entsteht die Hitze? Also verzeih mir, wenn meine Konzentration gerade ein bisschen flöten geht, das liegt an der Delta-Welle. Woraus kommt die Hitze? Ich habe da irgendwie so eine Art. Sie erinnert mich an eine Art Kaffeebohne, so schreit sich das jetzt anhört. Aber es hat die Form. Scheint auch zu schweben. Also schwebend, beziehungsweise irgendwas. Keine Ahnung. Ich würde es jetzt übersetzen mit Magnetismus. Schreib's nochmal dran. Schreibe in Klammern übersetzt. Nee, also ist komischerweise keine Reibung. Das ist irgendwie, als wenn etwas, ich schreibe das mal genauso auf, als wenn etwas eingefüllt wird, was verbrennt, aber keine Reibung. Ja, natürlich, klar. Okay, Moment, AOL rausschreiben. AOL, Benzin. Okay. Vergiss Benzin, hat nichts mit Benzin. Okay, weg. Kann ich nicht wissen. Das ist sowieso schon so skurril, dass ich ohnehin total durch bin. Okay, gut, dann schau dir mal an, mach mal einen neuen Kasten. Und dann schreib mal oben hin. Der Sinn des X-Aspekts. Da habe ich. Das ist komisch. Das ist irgendwie so eine Art Wiederaufbereitung. Wiederaufbereitung. Dann. Energieherstellung und ganz stark ist der Eindruck, schreibe ich mal in Klammern, starker Eindruck, Erzeugung von Druckwellen. Druckwellen. Okay, dann machen wir einen Kasten nach unten. Ich schreibe mal hier nochmal irgendwie pulsierend. Verbinden mit irgendwas? Schau dir mal den ersten Kasten an. Den hier. Lies nochmal vor. Woraus entsteht die Hitze? Diese gemalte Kaffeebohne, schwebend, Magnetismus, allerdings übersetzt, keine Reibung, als wenn etwas eingefüllt wird, was verbrennt. Okay, und schau dir mal einen zweiten Kasten an. Der Sinn des X-Aspekts, Wiederaufbereitung, Energieherstellung, starker Eindruck, Erzeugung von Druckwellen, pulsierend. Also, du hast bei dem einen sowas wie Magnetismus und bei dem anderen sowas wie Druckwellen. Mach mal einen Strich von beiden Kästen dahin, zum leeren Kasten. Und unterstreiche beide. Genau. Magnetismus übersetzt und Erzeugung von Druckwellen. Okay. Also, fühl dich mal da rein. Das kannst du dazu aufschreiben. Rotation. Genial, Eigenantrieb. Im
immer schneller werdend. Immer schneller werdend. Zyklisch. Kein Anfang, kein Ende. Damit das Ding läuft, muss niemand eingreifen. Damit es anhält, muss jemand eingreifen. Das ist sehr interessant. Ich schreibe das mal genauso auf. Damit es läuft, muss niemand dabei sein. Nur wenn es anhalten soll, wenn es gleich scheinbar ihn aufhören soll. Warum spinnt der Stift so? Ich tue doch gar nichts. Okay. Kannst du was mal, kannst du einen Strich nach unten machen und noch mal einen Kasten bitte? Dann frag mal nach der Speisung des X-Aspekts. Speisung. Minus X Aspekt. Da habe ich Druck. Da habe ich aber reibungslosen Druck. Also reibungslos. Und irgendwie Konfrontation von gleichen Elementen. Okay, schreib's mir hin. Konfront. Von oder identischen Elementen, die sich hochschaukeln, die sich hochschaukeln. Okay. Dann machen wir nochmal ein AI. Wie findest du das? Wie fühlst du das da? Ich fühle mich, als wäre ich gerade in der Physikstunde. Okay. Schreib das mal Als so auf. wäre ich gerade oder beim, also im Forschungslabor oder so, im Forschungslabor. Und irgendwie, keine Ahnung, so wie ein Aha-Effekt ist das ganz komisch irgendwie. Aha. Effekt ist doch eigentlich ganz leicht. Okay. Gut, dann nehmen wir das nächste Blatt. So, über Stufe 6 war ich noch nicht hinaus, ne? Also da. Naja, wir sind immer noch bei der Stufe 6. Okay. Ist ein Blatt Nummer 9, müsste das sein, ne? Seite 9, ja. Ich habe mir gerade einen neuen Block geholt. Aus dem Okay, Leer. dann schau dir mal das von dem B-Aspekt an. Den was Aspekt? Wir Den haben. A-Aspekt, Entschuldigung. Genau. B haben wir nicht. Membran. Membran. Okay, was hast du dazu aufgeschrieben? Das findest du selber interessant. Moment, ich schmeiße gerade die Blätter durcheinander. So, Hitze, so ein X-Aspekt, Also das XA. ist jetzt ein X, ne? Du musst jetzt den, Genau, genau. ich muss das gerade mal auseinanderhalten. Also A-Aspekt haben wir eigentlich jetzt nur das Ideogramm beschrieben. Da habe ich gesagt, naja genau, also das kommt mir so ein bisschen vor wie. Ja, genau, perfektes Beispiel. Wenn du ein rohes Ei pelzt und das in Haut ist. dieser Haut noch drin wabert, so. Alles klar. Okay. Dann schreib mal auf dem Blatt, Stufe 6, Seite 9 sind wir. Und dann schreibst du mal auf Membran. Okay. Dann machst du mal einen Kasten und fragst, woraus besteht die Membran? Membran.
gar nicht so richtig. Da muss ich wieder übersetzen. Das ist irgendwie Druck gegen Beschleunigung. So als wenn ich gegen den Uhrzeigersinn irgendwie gehe. Also gegen den Uhrzeigersinn. Also es ist ohne, das ist Wahnsinn, das ist so irre. Das ist wie, als hättest du, ja, wie soll ich sagen, Klo, du spülst ab und alles dreht sich in die rechte Richtung, aber wo die Membran ist, dreht sich alles in die linke Richtung. Das ist total bescheuert. Schreib's mal so auf. Ich mal das mal auf. Mal das mal auf, genau. Das ist ja krass. Hammer. Wieso ist das so krass für dich? Keine Ahnung, weil das so. Ich, ja, wie soll ich sagen? Ich sehe das förmlich vor mir. Das ist. Was bewirkt denn das? Was bewirkt diese Membran? Also das kommt aus dem Zentrum. Ich habe sogar jetzt langsam die Assoziation, dass es aus diesem komischen, glühenden Ding da kommt. Aber da muss ich jetzt aufpassen, dass ich da jetzt die Sachen nicht durcheinander schmeiß. Ja, schreib's doch mal einfach so dran. Schreib's mal einfach so dran, du glaubst. Ja. Das kommt aus dem Ding da. Ich glaube, die Membran wird durch X erzeugt. So, ich markiere das mal hier nochmal. Umgebung. Membran. Und X. Okay. Gut, schau dir das Ganze nochmal an. Ich gebe jetzt nochmal die Target-Nummer, die schreibst du nochmal unter das Bild drunter, was du gemalt hast. Machst ein kurzes Ideogramm drauf. Und dann schaust du dir mal die Gesamtheit der ganzen Sache an, was du da hingebaut hast. Und guckst mal, was du dazu noch kriegst. Kann ich jetzt schon sagen, weil ich schaue mir das schon an. Aber dann okay, sag mal was zu Sinn und Zweck von dem Ganzen. Also ein IT. Lass mal nochmal hier, Ideogramm, blablups. Okay, gut. Target Nummer 827215. 215. Neue Zeile 626901. Okay. Dann schreib mal einfach nur dein IT raus jetzt. Also es wirkt total selbstverständlich, logisch. Ja. Also. Warte mal, AI, selbstverständlich, logisch, simpel, an sich sogar naturgegeben. Okay. Und das ist Schutz. Schutz, okay. Also den kann ich. Ja. Also Schutz hast du richtig dick unterstrichen oder was? Das findest du vor allem. Ja. Also Schutz, ich würde sogar sagen. Kannst du mal einen Pfeil nach rechts machen und da einen kleinen Kasten machen und dann den Schutz mal in dem Kasten näher beschreiben? Was das für ein Schutz ist? Wofür der ist? Ich habe keine Ahnung aus welchem Kontext, aber die Umgebung, zerreißt durch, wie soll ich das nennen, Schleifen oder sowas, Schleifen X. Und die Membran scheint dem entgegenzuwirken. Also A, schreibe ich das so, A wirkt exakt dagegen. Mhm. Also richtig abgerechnet, so exakt dagegen.
Das ist, also wenn ich das jetzt beschreiben müsste, wie, als wenn du hingehst und, weiß ich, du hast, also das kann ich nur mit Magnetismus erklären, jetzt mit dem systemischen Verstand, wenn du einen Nagel hast, der, ich sag mal, neutral aufgeladen ist, und du legst dann Magneten dahin, dann müsstest du, um den Nagel zu schützen, einen weiteren Magneten dahin legen, der von den Polen genau umgekehrt ist. Also die Neutralisierung, genau das war's. Neutralisierung. Boah, Ohren glühen. Ohren glühen, okay, das heißt. Ich bin immer noch schwitzen. Das ist halt irre. Dann schreibt man nochmal hin, das ist irre. Okay, machen wir mal Ende, Digga. Ich will nicht mehr. Ja, es ist so voll der Aha-Effekt, aber ich kann es irgendwie nicht in Worte fassen. Okay, mach mal. Schreib da mal hin. Ja. Ende. 21:20. Ja, Stufe 4, Moment. Schreib's da irgendwo drauf. Ja, soll ich noch ein Komplett-AI machen? Nee, das reicht so. Okay. Bist du zu lange drin, sonst wirst du lange konzentriert. Ende 20:21. 21:21. Auf Wiedersehen. Okay, komm zu Hause wieder an. Mit Atemwahrnehmung, deine Umgebung. Hast du gerade irgendwie Physikunterricht reingesetzt? Oder was ist das? Oh, krass, ist das schon, ja, fett. Das ging mal, ey. Also, was hast du gesagt als Fazit? Irgendwas? Irgendwas Physikalisches, Natur, irgendeine Art Naturgesetz, würde ich sagen. Okay, wofür ist das da? Was macht das? Warum war das so wow? Wow ist es deswegen, weil sich das so anfühlt, als wenn es uns nicht bekannt wäre, aber es eigentlich so simpel ist, dass es uns bekannt sein müsste. Ja, alles klar. Das ist, ich kann es nicht anders beschreiben. Okay, dann danke ich dir erstmal für die Session. Das ist, als wenn man dir eine komplett neue Farbe zeigen würde, die du noch nie gesehen hast. Mhm. Krass. Aber es ist halt nur eine Farbe. Verstehst du? Also jetzt nichts Besonderes, es ist einfach nur was Neues. Mhm. Ja, krass. Ja, jetzt pass mal auf.